Hallo meine lieben Freunde und recht herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Revelations. Wir stehen hier, weil ich eine neue Aufnahme begonnen habe. Das Spiel mich hier rausgeschmissen hat. Das Spiel hat sich mal wieder verabschiedet beim Starten, aber diesmal habe ich eine Lösung gefunden. Einfach mal ohne Aufnahmeprogramm das Spiel starten. Hat funktioniert. Und ja, heute steht an, beziehungsweise in der letzten Folge haben wir Tarik Baletti erledigt. Und haben erfahren, dass wir nach Kappadokien müssen. Hippepura. Ich hasse Kappadokien eigentlich. Dieses Ding. Aber das dürfte schnell gemacht sein, zum Glück. Und dann müssen wir zum nächsten Missionspunkt, der hier vorne direkt ist. Ich warte noch ein paar Sekündchen. Oh, hallo Yanni-chan, aber zum Glück bin ich mein Verhandlungslevel los. Das wäre ansonsten brutal böse. Da oben ist das. Das ist Yusuf, oder? Ja. So nett golden leuchtend. Sayin Auditore. In der Stadt erzählt man sich, ihr verließet uns. Bleibt nichts, was ich tue, geheim? Keine Sorge, Bruder. Der Kapitän eures Schiffs ist ein Freund. Doch jetzt geht erst einmal keiner von euch irgendwohin. Die Janitscharen schlossen die Sperrkette am Eingang des Halitsch und riegelten die Stadt ab bis zu eurer Ergreifung. Sie spannten die Kette für mich? Wir werden später feiern. Hier, ich habe etwas für euch. Vorsicht, es ist 50 Mal stärker als unsere normalen Bomben. Segel setzen. Manuel ist über das Meer aus der Stadt geflohen und die Janitscharen wollen Ezios tot. Gehen Sie den Janitscharen aus dem Weg und verlassen Sie die Stadt, um Manuel zu folgen. Niemand mit Klingen töten. Bene, ich weiß, was zu tun ist. Die Spannung ist greifbar. Yusuf, wartet. Un favore. Ja? Es gibt da eine Frau mit einem Buchladen am alten Polo-Handelsposten. Sophia. Passt auf sie auf. Sie ist eine außergewöhnliche Frau. Ihr habt mein Wort. Ruft eure Männer. Das hier wird Aufsehen erregen. Hihi, das wird bum 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 machen. Justus Bombe am Sockel der großen Sperrkette anbringen. Und da wir niemanden mit Klingen töten, rüsten wir unsere Armbrust aus. Machen wir erstmal den hier. Ich hätte vielleicht noch eine Sekunde warten sollen. Du wirst mir nicht entkommen. Habe ich noch eine Satur? Gott sei Dank. Komm, werf die Bombe. Danke. Komm, du auch noch. Danke. So, dann wollen wir mal die Bombe anbringen. Und lassen die Party steigen. Let's get ready to party? Nee, let's get ready to rumble natürlich. Den Leuchtturm. War schön, dich zu kennen. Ist das Ihnen helfen, bitte? Die Schiffe sind bewaffnet. Sie wollen euer Schiff aufhalten. Ihr kümmert euch darum. Wir säubern die Docks. Ja. Mein Assassin kümmert sich um mich. Griechisches Feuer! Ich mag die Art, wie ihr denkt, Ezio! Viereck zum Schießen. Ich glaube, ich hätte vielleicht vorher Leben nehmen sollen. Verdammt. Oh Gott. Ich glaube, das werde ich versagen, weil ich nicht mein Leben vorher geheilt habe. Schiff, brenne! Okay, das ist weg. Warum kriege ich gerade so viel Schaden? Ich würde ja gerne hier weggehen, aber ich darf leider nicht.
Weil wo kam der ganze Schaden gerade her? Ach, wegen Pfeilschützen links und rechts. Nice. Ja, ich hätte auch vergessen, das Leben vorher zu. Ja. Passiert. Haltet den Mann! Oh. Das war sinnlos. Die Schiffe sind bewaffnet. Sie wollen euer Schiff aufhalten. Ja. Ihr kümmert euch darum. Wir säubern die Docks. Ja, wenn ich auf das Schiff kommen würde. Danke, Ezio. Dass du dich doch noch entscheidest, da hochzuklettern. So. Da, erstmal nehmen wir hier vorne die kleinen Schiffe. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. So, dann nehmen wir den da. Ja, die haben mir wehgetan eben. Okay. Gut. Ich komme nicht nach rechts. GG-Spiel. Lass mich doch noch mehr Schaden nehmen. Lächerlich ist denn das? Ganz ehrlich. Ich kann mich nicht drehen, ohne dass ich sterbe. Was soll denn der Mist gerade? Ich konnte mich nicht drehen, weil ich dauerhaft Schaden erlitten habe und ich kann keine Medizin zu mir nehmen. Hä? What the fuck? Ich hab doch Medizin, 9 Stück. So. Hä? What the fuck? Hey. Mal kurz rübergehen, damit einmal alle tot sind, die hier so rumstehen. Und ich nur keinen Schaden mehr erleide. So, jetzt lasst mich. Nummer 4. Ja, so war das geplant, aber trotzdem, dass ich mich nicht einfach drehen darf. Das Logik. Oh, ich hab's geschafft. Da hinten klappt das mein Schiff. An Bord ihres Schiffes gehen, bevor es ausläuft. Ja, klar, da springt er nicht drauf. Obwohl das einen halben Meter vor ihm ist. Fräulein würde ich. Der Herr hat irgendwelche Kletterungsprobleme, definitiv. Ist er das nicht packt? Bitte was? Könnten Sie dies wiederholen in meiner Sprache? Er darf das Schiff nicht erreichen! Hahaha. Du? Hahaha. Verarscht. Das war nicht gerade sehr subtil. Sie verzeiht die Verspätung. Ein alter Freund. Erinnerung synchronisiere. Sequenz 6 Bände. Sieben, acht, neun kommen noch. Wie gewonnen, so zerronnen. Du weißt doch etwas, oder? Du weißt, was da draußen ist. Ich habe eine Idee, ja. Komm schon, Bill, du machst keine halben Sachen. Was glaubst du, finden wir? Mit etwas Glück noch einen Schatz. Mit sehr viel Glück.
Etwas, das diesen verdammten Krieg beendet. Das ist mir zu hoch, Bill. Hör zu, Sean, ich weiß wirklich nicht, was wir finden werden. Aber was es auch sein mag, die Templer dürfen es nicht haben. Aha, mal wieder Gespräche aus der Außenwelt. Und eine Rückkehr zu Desmond. Bereust du etwas, Desmond? Zum Beispiel? Das Ausreißen, deine Eltern zu verlassen, einen Scheißjob zu machen und so zu tun, als wärst du produktiv? Wie ist es, wenn man sich sein ganzes Leben vor schweren Entscheidungen drückt? Ach, komm. Klar, du bist ein Assassine. Aber es war nicht deine Wahl. Worauf willst du hinaus? Ich will wissen, ob du etwas bereust. Sicher. Ich wünschte, ich hätte mehr Geduld mit meinen Eltern gehabt. Ihnen mehr zugehört. Und Lucy. Vielleicht wäre es anders gekommen, wenn ich... Ich weiß es nicht. Dankeschön. Wofür? Für etwas Vernunft. Da werde ich am Ende des Spiels was zu sagen. Weil ansonsten Spoilerino. Jetzt mittendrin. Sean, geht es dir gut? Klar, ja, alles gut, ja. Wir sind Assassinen, oder sind wir das nicht? Warum sollten wir überrascht sein, wenn dann und wann einer von uns stirbt? Jeder Tod ist eine Tragödie. Für irgendjemand, irgendwo. Was ich gerne wüsste, ist Desmond den ganzen Ärger wert? Was ist er? Ist er der Auserwählte? Ist es das? Little Jimmy Special oder sowas Bescheuertes? Ich glaube nicht. Aber was er hat, ist selten. Seine Gene enthalten hohe Konzentrationen der DNA der ersten Zivilisation. Nur einer von 10 Millionen hat so viel Glück. Ah, der Sicker-Effekt. Gehört das dazu? Ich glaube schon. Ich wünschte, wir hätten früher von seiner Gabe gewusst. Aber die Templer merkten es vor uns. Und sie fanden ihn zuerst. Interessant. Ah, du hast eine Gabe. Desmond hat die Gabe. Wir machen direkt weiter. Desmond Reise interessiert mich null. Ich habe Konstantinopoli verlassen und bin ins anatolische Hinterland aufgebrochen. In eine Gegend namens Kappadokien, wo Manuel sein Heer ausbildet. Mit etwas Glück bin ich nicht allein, denn es gibt dort osmanische Spione, die auf den rechten Moment warten, um zuzuschlagen. Doch wie immer vertraue ich nur auf mich und halte die Erinnerung an Sophia in meinem Herzen. Claudia, du würdest lachen, könntest du die rasenden Gedanken deines Bruders lesen. Ich bewundere Sophia mit tieferer Zuneigung, als ich je für möglich gehalten hätte. Nach Christinas Tod ist auch in mir etwas gestorben. Doch dieses Gefühl, diese Fähigkeit zu lieben, ist wieder erwacht. Ich verehre Sophia. Jedoch wage ich nicht, sie in mein Leben hineinzuziehen. Nicht ohne Angst, sie zu verletzen oder gar zu verlieren. Sequenz 7, Unterwelt. Kappadokien, März 512. Kein Anzeichen für eine Armee hier. Und keine Spur von Tariqs Männern. Die verborgene Stadt. Bei der Versuchung von Manuel Palaiologos hat Ezio eine Region namens Kappadokien erreicht. Ich muss bei dem Namen lachen mittlerweile. Finden Sie die vermissten osmanischen Spionen und arbeiten Sie mit ihnen zusammen, um die Templer aufzuspüren. Volle Synchronisation nicht entdeckt werden. Warum ich lache bei dem Namen Kappadokien? Ist ganz einfach. In einem Twitch-Chat wüsste ich jetzt, was bei dem Namen Kappadokien geschrieben würde. Deswegen. Ich hatte gerade so eine Idee, aber die werde ich nicht machen. Die wäre schon nicht des Spieles gerecht. Wenn ich ein Kappa-Symbol auf das Thumbnail packen würde. Nee, das würde sich nicht gehören. Deswegen lasse ich das lieber. Aber Kappadokien. Hey, Kappa, Kappa, hey, Kappa, hey. Ach, schön. Sorry.
Ich glaube, das findet man nur lustig, wenn man auf Twitch unterwegs ist. Hallo, freundliche Byzantiner. Die Höhlen von Kappadokien erkunden. Wir haben ihm nichts getan. Trotzdem sah er aus wie der Tod. Schade, dass er wirklich kein Geld dabei hatte. Ah, da ist eine Bombenwerkstatt, die habe ich gesucht. La 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 la, hey, hapa hapa hapa, hey, kappa. Jetzt habe ich mir selber einen Ohrwurm verpasst. Erstmal Bomben herstellen, weil ich habe die Giftbomben ja eben aufgebraucht. Aufschlag. Okay, das ist eine Splitterbombe. Und dann noch eine Ablenkungsbombe. So. Jetzt muss ich aufpassen. Dass ich keine Lust entdeckt zu werden. Hier hoch. Wir sind ja mitten in einer Mission, so by the way. Das ist. Okay. GG. GG. Ach nee. Hab ich's vergeigt. Ach, ich hab da unten nicht die Leute gesehen, die da unten rumbacken. Jetzt nicht hoch. Verdammt, das ärgert mich jetzt ein ganz kleines bisschen, aber na gut. Passiert, das passiert, ne? Und ich hätte hier hochgemusst. Verdammt! Total unnötig, die ganze Aktion. Verdammt! Eigentlich ist das so leicht, hier nicht entdeckt zu werden, aber natürlich. Ich krieg's hin. Wir wollen hoch. Bis dahin. Wir dürfen nicht nach rechts gehen, wir müssen weiter hoch, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja. Und auch nicht mit der Seilrutsche fahren. Meine Truhe. Die plündern wir mal. Du, 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 du. Hopp. Hopp. Das ist der einzigste Aussichtspunkt in dieser Scheißhölle. Warum ich es Hölle nenne? Keine Ahnung. Hat sich gerade so angeboten im Wortschatz. Gerade aktualisiert. Tag, Spione ausfindig machen. Habt ihr eure Messer dabei? Er gäbe ein gutes Übungsziel ab. Ja. Okay, mich entdecken die noch nicht. Noch sehen die mich nicht. Wo waren das? Es war in einer etwas größeren Menschenmenge. Wieder. Yes! Hallo. Der Pflege, die ich bieten kann, gute Leute. Komm her. Oh. Nicht so nah, Adi Harif. Beruhigt euch. Tariq schickt mich. Nur euch? Warum nicht mehr? Ich reiche aus. Wo sind eure Männer? Vor über einer Woche von den Byzantinern gefasst. Ich war als Sklave verkleidet und konnte entkommen. Aber die anderen... Seid ihr ein guter Kämpfer? Das glaube ich schon. Sobald ihr euch sicher seid, kommt zu mir. Okay. Ja, ich hab's vergeigt. Komm. Warum laufe ich hier hoch? Bin ich lebensmüde? Sie ist da hinten.
haut sie hoch. Er ist von Sinnen. Was für ein eigenartiger Mann. Ja, hat ja super funktioniert mit, da gehen wir jetzt hoch. Schlaf. So. Bussi, da ist der Missionspunkt, aber die Mission beginnen wir erst in der nächsten Folge. Haut rein, bis dann und wir werden in der nächsten Folge noch viel Spaß in Kappadokien haben.